So, aber jetzt wollen wir wirklich raus hier. Mirrim und Gwendolyn sehen nicht wirklich gut aus. Wobei das bei Gwendolyn wahrscheinlich nur eine Erkältung ist. Also Dumpfschädel. Laufen wir überhaupt richtig? Da ist eine Treppe nach oben. Zum Schacht kommen wir leider noch nicht. Okay. Müssen wir noch irgendwas zurücklegen? Also eigentlich müssten wir die Kraftgürtel zurücklegen, aber das machen wir nicht. Die Münzen, Dokumente. Wofür waren die Münzen gut? Ne, die Rüstung haben wir zurückgelegt. Also die Schuhe, die Beinkleider und die Brustpanzer. Den Salamanderstein legen wir auf keinen Fall zurück. Nö, sehr schön. Treppe hoch. Dann hier raus. Das Rad könnten wir theoretisch nochmal drehen. Um das Ganze wieder zu versiegeln. Vielleicht sollten wir es auch machen. Denn es ist schon schlimm genug, dass wir uns bei ein, zwei Schätzen bedient haben. Also namentlich die Kraftgürtel. Da könnten wir wenigstens dafür sorgen, dass die nächsten Abenteurer, die hier runtergehen, es nicht genauso einfach haben wie wir. Weil die sind vielleicht nicht ganz so ehrwürdig wie wir. Okay, das ist das falsche Wort gewesen. Vielleicht wären die noch gieriger, als wir es waren. Und das muss ja nicht sein. Müssen wir nur das Rad nochmal finden. Das war hier, oder? Also nach Norden. Was sagt unser Kompass? Hier. Rechts rum. 5 Kriegsballe. Nein, immer noch nicht. Können wir das Rad nochmal drehen? Trotz größter Anstrengung gelingt es Gwendolyn nicht, das Rad zurückzudrehen. Na komm, lass Tirik mal ran. Trotz größter Anstrengung schafft Tirik es auch nicht. Ja, wenn Tirik es nicht schafft, dann schafft es keiner von uns. Also, eigentlich müsste Tirik genauso stark sein wie Gerugon, ja, aber das passt schon. Das sollten wir ihm so nicht sagen. Könnte ihn ja kränken. Oh, und da ist der Schacht, sehr schön. Schacht den aufsteigen. Das tut uns denn ja recht leid, dass wir jetzt quasi eins der größeren Sicherheitssysteme da ausgehebelt haben. Aber wir müssen den Salamanderstein bekommen. Und das haben wir jetzt ja auch. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich den Stein nur noch abgeben. Und das hier ist die falsche Etage. Wir müssen noch eine hoch. Denn wir erinnern uns, auf der richtigen Etage mussten wir so eine kleine Treppe runtergehen. Also nicht eine richtige Treppe, sondern so eine Halbtreppe. Die müsste hier gleich kommen, genau. Das sieht doch gut aus. Also ja, wir können den Stein zurückbringen. Entweder... Oh, mir fällt gerade was ein. Aber das erzähle ich gleich. Also entweder beim einen Zwerg oder bei dieser zwielichtigen Frau, die nicht wirklich sympathisch klingt. Wollt ihr die Binge verlassen? Ja, eigentlich schon. Nur würden wir dann wieder in der Zwergenstadt rauskommen. Das wäre vielleicht nicht ganz so gut. Nicht, dass wir uns schämen würden, dass wir es geklaut haben. Also, mitgenommen haben. Nee, wir nehmen den anderen Ausgang. Das heißt, wir gehen wieder in den Schacht, machen uns wieder schmutzig und gehen ganz runter. Gwendolyn geht schlechter, das ist nicht gut. Wir wollen ja nicht, dass aus dem Dummschädel eine blaue Keuche wird. Ah, wir konnten leider sie das letzte Mal nicht heilen. Können aber zwischendurch mal wieder versuchen. Jallen, versuch mal bitte. Talent anwenden, Krankheit heilen, Gwendolyn. Nö. Schade. Hinabsteigen. So lange, bis wir in den Bereich kamen, der von dem anderen abgegrenzt ist. Und da war ja etwas, das aussah wie ein Ausgang. Und das ist dann vielleicht etwas diskreter. Ja, müsste hier sein. Sehr gut. So, so. Und gleich kam dieser höhlenartige Ausgang. Genau.
Hinter euch stürzt mit lautem Getöse der Zugang zur Höhle ein. Okay. Oh, okay. Routenplanung. Wir sind mitten im Gebirge, mitten in der Nacht. Das ist schon mal nicht so schön. Wir würden gerne nach Nordwesten eine neue Strecke erkunden. Und schlafen sofort ein. Bevor wir jetzt groß weiterreisen, sollten wir kurz gucken, ob jeder seine Schuhe anhat und ob der den Schlafsack auch hat. Denn hatten wir zwischendurch ein wenig umsortieren müssen. Zum Beispiel sehe ich hier bei Jallen keinen Strickleiter, Enterhaken. Ein Schlafsack fehlt. Na gut, es müsste inzwischen ja eh warm genug sein. Welche Jahreszeit haben wir? Ah, Frühling. Aber nicht mehr allzu frühen Frühling. Da muss eine Decke dann wohl reichen. So, können wir jetzt vielleicht Talent anwenden, Krankheit heilen, Quellen? Nein, da werden wir erstmal schlafen müssen. Na gut, Wachen aufstellen. Korima, Terek, Geruban. Jagen tut Myrrhum, auch wenn sie krank ist. Und Kräuter suchen Jallen. Werden wir so leicht nochmal machen müssen. Sie hat nur noch eine Stunde Zeit gehabt. Terek regeneriert ein bisschen. Myrrhum fühlt sich schlechter, was ja auch verständlich ist. Ohne Schuhe zu gehen, war für jemanden sehr schmerzhaft. Wer hat keine Schuhe? Terek hat keine Schuhe. Wir hatten doch noch... Ja, wir haben ganz viele Stiefel über. Sehr gut. Und flupp. So macht man das. Man trägt Schuhe so lange, bis sie auseinanderfallen. Weiterreisen. Wir müssen möglichst schnell in eine Stadt. Ist das da Lovang? Das heißt, wir müssen in das Bällchen da rein. Ja. Wir können es uns nicht leisten, jetzt tagelang durch die Gegend zu irren. Zur nächsten Stadt. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter, biegen da scharf ab und gehen in das Wäldchen. Und da haben wir halt den Zugangstunnel nach Lovang, wo wir einen Schlüssel für haben. So, können wir jetzt bitte endlich Gwendolyn verarzten? Ja, Zar sei Dank, das ist weg. Sehr gut. Und da Myrrhum angeschlagen ist, schicken wir mal Jallen nach vorne. Und machen jetzt nochmal die Aufgabenverteilung für die Nacht, da wir jetzt ja ein wenig mehr Zeit zur Verfügung haben. Kräuter suchen, Jallen, 4 Stunden. Talana ist am Verhungern, Myrrhum ist am Verhungern. Ja, 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 ja. Myrrhum muss jagen. Kann was Essbares erlegen, das ist sehr schön. Wer hat denn so doll Hunger? Keiner mehr. Sehr schön. Also alle haben sich satt essen können und wir haben sogar noch Proviantpakete über. Gute Sache. Kurima ist eingeschlafen. Heute gibt es keinen Sold für dich. Dafür erholt sich Gwendolyn wieder. Das ist sehr gut. Und die Truppe erholt sich allgemein ein wenig. Das war ja doch schon ziemlich anstrengend da unten. Und hat länger gedauert als gedacht. Lagerplatz suchen. Oh, Kurima sieht nicht gut aus. Jallen, guck doch mal nach, was Kurima so hat. Krankheit heilen, Kurima. Dumpfschädel. Komisch. Sie hat doch Schuhwerk. Sie hat einen Schlafsack sogar. Hm. Wir sind durch keinen See durchgetappert oder sowas ähnliches. Na gut. Und weiter nähen. Myrrhum geht es wieder schlechter. Kurima ist wieder gesund. Ach ja, Myrrhum. Mal gucken, ob du es noch so lange aushältst. Der Weg folgt einem Tal, der sich tiefer in die Berge windet und dessen Wände immer steiler werden. Ein um das andere Mal ergeben sich Stellen, die ideal für einen Hinterhalt scheinen.
Wir können es uns nicht leisten, jetzt langsamer zu werden. Wir gehen wie gewohnt weiter. Jo. Aber wenn wir jetzt tagelang damit verbringen, vorsichtig zu durchs Gebirge zu gehen, nur um dann auf ein paar Banditen zu treffen, die wir recht schnell erledigen, wäre das eine viel zu große Zeitverschwendung. Es dauert ja jetzt schon bestimmt noch eine Woche, bis wir in Lovang ankommen. Am Wegesrand sitzt ein Bauer mit hängendem Kopf neben seinem Wagen, der seltsam schief dasteht. Etwas näher ran kann man auch den Grund dafür erkennen. Ein Rad ist gebrochen. Wollt ihr einfach weitergehen und dem Mann eure Hilfe anbieten? Eigentlich würden wir natürlich sofort unsere Hilfe anbieten. Aber das dauert bestimmt Stunden. Obwohl, wahrscheinlich müssten nur Gerogon und Tirik an den Seiten anpacken, das kurz hochheben. Ja komm, dem helfen wir. Als Yallen, Tirik und Gerogon gerade den Wagen anheben und der Rest versucht, die Achse wieder zu richten, wobei sie natürlich die Waffen wegstecken müssen, springen 5 zerlumpte Gestalten hinter dem nächsten Busch hervor. Das kommt davon, wenn man nett ist. Obwohl wir kranke Leute dabei haben, haben wir geholfen und das kriegen wir dafür. Ja, das kriegen die dafür, die werden wir richtig verdreschen. Irgendwelche dahergelaufenen Wegelager. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. So, das habt ihr davon. Wenigstens hat das Ganze jetzt nicht Stunden gedauert. Mit dem Wagenrad wechseln, sondern jetzt nur ein paar Minuten den Kampf. Und wir haben 2 Schwerter bekommen. Sehr schön. Denn unsere Finanzen sehen ja eh nicht besonders gut aus. Was ein Problem werden könnte in Lovang, wenn wir den Heiler finden. Wer hat die Schwerter bekommen? Irgendjemand überladen? Ja, Mürrem, aber das können wir nicht ändern. Der Rest scheint soweit okay zu sein. Wie geht's Mürrem eigentlich? 8 Körperkraft von 13. Kannst trotzdem mal deine Waffe in die Hand nehmen. So. Schlafen. Jo. Warum geht es immer noch schlechter? Wir sollten kurz mal... Option. Also unterbrechen. Wir sollten kurz mal so sie ein wenig verarzten. Talent anwenden. Wunden heilen. Warum? Miss Link, 3 zusätzliche Schadenspunkte. So war das nicht geplant. So. Warum kann ich? Dann iss mal bitte. Und noch ein. So, schon besser. Sehr gut. Und speichern wir mal kurz ab. Neu. Ja. LP 081 und wir sehen uns gleich wieder auf dem Weg nach Lovang.